Herzlich willkommen zur Präsentation unserer Landkartengrafiksoftware EasyMap. In diesem Film zeigen wir, wie man mit EasyMap raumbezogene Daten einfach in eine Landkartengrafik umwandeln kann. Als Beispiel haben wir dafür eine Excel-Tabelle mit der Bevölkerungsentwicklung in den Stadt- und Landkreisen bis zum Jahr 2025 ausgewählt. Die Tabelle enthält in Spalte A den offiziellen Kreisschlüssel, in Spalte B den Kreisnamen und in Spalte C die prozentuale Veränderung der Bevölkerung bis 2025. Diese Tabelle werden wir mit EasyMap in der Karte durch eine datenabhängige Färbung der Flächen der Stadt- und Landkreise darstellen. Dazu müssen wir die Tabelle zunächst in EasyMap importieren. Hierfür schließen wir die Excel-Tabelle und ziehen die Excel-Datei anschließend per Drag and Drop aus dem Windows Explorer in die EasyMap-Kartenmappe. EasyMap öffnet nun rechts das Tabellenfenster und zeigt darin die importierten Daten. Von nun an kann EasyMap mit diesen Daten arbeiten. Jetzt fehlt nur noch die dazu passende Kartengrundlage. Da sich die Daten auf die Stadt- und Landkreise in Deutschland beziehen, benötigen wir eine Deutschlandkarte mit Kreisgrenzen. EasyMap bietet die installierten digitalen Karten standardmäßig links im Steuerungsfenster Kartengrundlagen an. Dort finden wir die passende Karte so. Wir wählen Deutschland administrativ, Stand 31.12.2010, die Karte mit der Gliederung 412 Kreise. Diese Kartengrundlage ziehen wir per Drag and Drop auf das Blatt 1. Jetzt ist alles vorbereitet für die grafische Aufbereitung der Daten in der Karte. Im Menü Analysen finden wir die vielfältigen Möglichkeiten, die EasyMap dafür bietet. Wir wählen die Flächenfärbung. Für diese Analyse benötigt EasyMap nun allerdings noch einige Angaben. Zunächst möchte EasyMap wissen, welche Tabelle die darzustellenden Daten enthält und auf welchem Blatt bzw. in welcher Karte diese Daten dargestellt werden sollen. Wir wählen die Tabelle Bevölkerungsprognose 2025 und Blatt 1, Karte 1. Damit EasyMap die Daten mit der Karte verknüpfen kann, müssen wir angeben, welche Spalte der Tabelle die Nummer enthält, die als Gebietsnummer in der Karte verwendet wird. In unserem Beispiel steht die Gebietsnummer in der Spalte Kreisschlüssel. Und die Daten werden den Gebieten der Ebene Kreise Flächen zugeordnet. Als nächstes werden die restlichen Details für die datenabhängige Flächenfärbung festgelegt. Zunächst geben wir die Datenspalte an, deren Werte wir für die Einfärbung der Postleitgebiete nutzen wollen. Wir wählen die Datenspalte Bevölkerungsentwicklung bis 2025. Anschließend legen wir fest, wie EasyMap die Datenwerte in Farben umsetzen soll. In diesem Fall eignet sich klassifiziert am besten. Wir wählen dazu 5 Werteklassen und als Klassifizierung gleich verteilt. EasyMap zeigt uns nun in der Tabelle die Farben, die den jeweiligen Wertebereichen der Daten zugeordnet sind. Die Klassengrenzen wurden von EasyMap so berechnet, dass in jeder Werteklasse nahezu gleich viele Datensätze enthalten sind. Farben und Klassengrenzen können selbstverständlich manuell verändert werden. Da in den Daten positive wie negative Werte vorkommen, eignet sich am besten ein Farbverlauf mit unterschiedlichen Grundfarben für positive und negative Werte und einer dritten neutralen Farbe für Datenwerte um 0. Um passende Farben einzustellen, klicken wir zunächst auf Farben bearbeiten und danach auf Farbverlauf bearbeiten. Um den Farbverlauf zu editieren, wählen wir Verlauf mit Angabe von 3 Werten. Und dann als Farbe für die niedrigen Datenwerte Rot, als Farbe für die hohen Datenwerte Blau und für mittlere Werte helles Grau. Jetzt zeigt EasyMap die Flächenfärbung in der Karte an. In den dunkelrot eingefärbten Kreisen ist die Bevölkerungsentwicklung bis 2025 stark rückläufig. In den dunkelblauen Kreisen stark zunehmend. Ein starkes Gefälle zwischen Ost- und Westdeutschland, aber auch innerhalb der einzelnen Bundesländer wird sofort sichtbar. Die Farbsymbolik ist so geschickt gewählt, dass die Grundaussage der Karte bereits ohne Legende verständlich ist. Dennoch, zur präzisen Dokumentation des Karteninhalts gehört natürlich auch eine Legende. Deshalb wird im letzten Schritt die Karte mit einer Legende versehen.
Wir wechseln zum Steuerungsfenster Objekte. Dort finden wir verschiedene Legendenelemente, Freihandgrafik und weitere Objekte, die EasyMap zum Einfügen anbietet. Wir klicken auf die Farblegende und ziehen diese per Drag and Drop auf das Blatt 1.